Blut. Verflucht. Oh Mann, wir haben Labrados aus den Augen verloren. Scheiße. Ich guck nochmal ganz random hier oben hin. Ich war Panzer Eron Schatten bestimmt. Verdammt. Och, Manu. Verdammt. Auf ein neues, geht weg. So, wir wissen, dass es hier, das ist nicht da Wasser. Wir wissen, dass es nicht da Wasser. Wir wissen, dass es hier gleich links abbiegt und gleich über uns ist. Wenigstens konnten wir es gleich starten. Komm runter! Komm runter! Ja, greif an! Oh, es greift sogar an. Kam überraschend. Lavados! Also wir müssen unter es sein. Und wir müssen es im Weg... Wir müssen ihren Weg, den Weg blockieren. Okay, das ist recht easy da. Es wird garantiert Steinhagel überleben, oder? Ich weiß, es ist sehr effektiv, aber... Verdammt, wir haben es getötet. Okay. Nicht so schlimm. Wir finden es bestimmt. Okay, Steinhagel wird es über nicht überlebt. Okay. Ja, wir sind 15 Level drüber, ne? Das ist natürlich auch schon ein ganz schöner Kravenz, Mann. Entschuldigung, Labrados. Versuchen wir es nochmal. Okay, ja, Entschuldigung. Übermütig. Wir haben ja zum Glück tatsächlich echt viel. Wuffelt. Mach dich fertig. See, I have a Muramura. Heißt, das ist wegen einem Beutel. Ich will eigentlich nur fliehen. Ach man. Wuffelt, was ist los? Okay. Da kommt. Komm mal schnell. Da kommt ein Hoppel zu an. Hallo Lavados. Die habe ich schon mal gesehen. Ich bin's Muramura, der dich aus Versehen gerade getötet hat. Muramura möchte mal wieder gestreichelt werden. Aber natürlich möchte Muramura mit gestreichelt werden. Ich mach das wieder mit Wirblau runter, komm. Wir müssen sowieso sehen, was sehr effektiv und alles ist. Wie wir das jetzt hier am besten angehen. Ich trau mich auch nicht, ne? Haben wir eigentlich ein Pokémon, was einschläfern kann? Ah ja, warte mal, wir hatten ja mal ein Smetbo mitgenommen, um Schlafpuder zu verwenden und alle war ja immun dagegen und dann hatte ich ja keine Lust mehr. Brennender Zorn. Aua. Kann auch noch weh. Bra.
Wutausbruch wirkt. Heilung wirkt. Das Einzige, was ich machen kann, ist nochmal wirbeln, ne? Der Renke schmied sich da sowieso hoch, dass er unsagbar viel Damage hat, also. Im Endeffekt. Ich kann aber nochmal wirbeln. Ich gebe ihm jetzt erstmal eine Top-Genesung. Komm. Das hat Muramura verdient. Oh, das zieht aber auch rein. Verfehlen. Was auch immer Orkan nachher macht, verwirrt uns das nicht. Nö, Muramura verwirrt sowas nicht. Dann hat es bestimmt nur Chancen zu verwirren. Ah, ich glaube nicht, dass du dir das nochmal überlegst, wenn er brennender Zorn macht. Aber wir werden sehen. Ah, ich glaube nicht. Es sei denn, Muramura möchte mir keine. Okay. Hat sich erledigt. Nächstes. Pflanze ist, glaube ich, keine gute Idee und Stahl ist irgendwie auch keine gute Idee. Wasser könnte man noch machen. Ich will es jetzt aber auch nicht töten, ehrlich gesagt. Na, es ist ein kleines Einhorn-Dings, der Bumster-Tüdel-Ding. Müssen wir ausprobieren. Wir wissen ja, wo es ist. Ah, fuck, doch noch getötet. Ja, ich musste ausprobieren. Es war Ausprobiersache. Es war da tatsächlich Ausprobiersache, ob der das irgendwie überlebt. Entschuldigung, Lavados. Oh Gott, dieses Lavados leidet in meinen Fängen hier. Okay, ganz kurz wieder. Warte, was machen wir mal anders? Nee, warte, ist doch hier hinten auch. Wir können doch hier hinten auch rein. Ach, dieses arme Lavados, Alter. Es stirbt einfach. Es wird die ganze Zeit von uns zusammengeschlagen. Es tut mir richtig leid. Aber was ich sagen muss, wie low dieses Rüstungsinsel-DLC war, im Gegensatz zu dem DLC, was wir jetzt machen. Sehen wir es hier? Okay, vielleicht kommt es hier gleich dran vorbeigeflogen. Wir können ja mal abwarten. Aber sehen tue ich es von hier aus schon mal nicht. Oh, was ich mal machen kann, ist das Pokémon wechseln. Das werde ich mal mitnehmen. Immer nur die falschen Tasten. Tasten. Oh, es tanzt für uns da unten. Wir sollten es töten. Okay, wir starten nochmal von da vorne. Ach, das Gute ist, dass wir hier gleich am Anfang und wir uns gar nicht so lange damit beschäftigen müssen, dass wir das Pokémon suchen müssen. Das ist wirklich, wirklich angenehm. Dass wir uns einfach nur wieder hier hinstellen können und uns einen Keks freuen können, dass es sowieso gleich vorbeikommt. Komm schon, Hoppel will uns. Komm schon, Hoppel will uns. Ich spiele Hoppel immer am Anfang da. Das hoppelt immer nur rum. So, Lavados, hi, was geht? Ich bin wieder da. I'll be back.
Au. Naja, war glaube ich sogar... Genau. Genau das meine ich. Tiefschlag kann er also noch. Das war aber doch ganz schön Damage da. Und nochmal. Das ist mehr Damage, als was ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Das ist tatsächlich mehr Damage, als was ich erwartet habe. Jo. Rein theoretisch erstmal Bälle raufwerfen und vielleicht klappt so. Einfach nur ganz random und wir müssen Zeit gewinnen halt. Lower kriege ich es glaube ich nicht mehr. Aber vielleicht kriegen wir es ja ganz durch Zufall so und ansonsten irgendwann wieder Timerbälle werfen und dann müssen wir sehen. Da bin ich mal gespannt, ob Zapdos genauso einfach wird. Das soll ja irgendwo in der Naturzone rumlaufen. Machst du eigentlich nur Tiefschlag gegen mich, weil die Feuerattacke nichts bringt? Angenehm. Es wäre schön, wenn es so klappen würde. Aber wie gesagt, gucken. Irgendwann müssen wir mit den Timerbällen anfangen zu werfen und dann... Wir haben ja noch genügend Hyperbälle. Oh oh. Das wird jetzt wehtun. Es tut mir leid, es tat dir weh. Naja, unser Pony ist tot. Ich traue mich nicht, Laubklinge zu machen, ehrlich gesagt. Wobei es eigentlich nicht effektiv. Vogelfeuer eigentlich... Wir können es mal versuchen. Wenn wir anfangen dürfen. Dürfen wir nicht und wir werden natürlich von dem Orkan getroffen. Ja, das ist natürlich, das war natürlich sehr unlucky. Es war ein Versuch. Es war ein Versuch gewesen. Der kann nichts machen. Das tötet alles. Der tötet nur. Wir werfen fröhlich unsere Bälle. Und hoffen, dass es vielleicht irgendwann klappt. Vielleicht ist es jetzt schon soweit. Schade. Hätte ja klappen können. Aber Terrakium wird auch jetzt abbrennen. Hey, wir leben noch. Wo ist eine Unlichtattacke? Ich dachte, das wäre Feuer gewesen. Aber es ist Unlicht. Wieder Tiefschlag. Na, vielleicht jetzt. Na? Ja, wir haben es gefangen. Nice, Lavados. Schön. Schön. Muramura, auch wieder Level Up. War, hast du dir auch verdient. Lavas wurde ein Eintrag ins Pokédex. Das kam gar nicht vorhin bei den anderen. Das hat gar keinen Pokédex-Form. Dieses als Lavados bekannte Pokémon ist von einer boshaften Aura umgeben, die wie Flammen auflodern. Evil Lavados. Erstmal eine Box mit dir. Cool. Damit haben wir auch erfolgreich Lavados gefangen. Lavados fing ich auf der Rüstungsinsel.
Hey, ich bin's, Pony. Wie kommst du mit der Expedition voran? Wie bitte? Du bist dem legendären Pokémon Lavados begegnet? Im Ernst? Super nice. Echt eine starke Leistung. Dann mach dich mal daran, auch noch die anderen Vogel-Pokémon aufzuspüren. Hast du mich unter Druck, Junge? Okay, aber bevor wir dann da hingehen und Zapdos suchen, erstmal mal Pokémon heilen. Unser armes Einhorn Kaldeo da, oder wie das heißt, ist leider gestorben. Das ist ja toll, die Pokémon-Heilung. War, ja, du hast einfach Ahnung von dem Spiel. Oh Gott. Ich hasse mich selber. Ah, vielleicht könnten wir Hyperbälle kaufen. Ich habe jetzt gerade wieder ein paar verworfen. 16 Stück. Da könnten wir rein theoretisch tatsächlich wieder so viele mitnehmen. 20. Und ich weiß nicht, wie es mit Top-Genesungen aussieht. Haben wir noch 31 von. Jetzt haben wir mehr. So. Immer noch das beste Heilungsmaterial, was es gibt. Top-Genesung. So. Dann reise ich erstmal wieder zurück in die Frostlande. Werde dann da meine Pokémon heilen? Denn, achso, ja klar. Muramura aus Weich. Werden ihnen davon erzählen, dass wir nur noch ein einziges Pokémon brauchen. Und dann mache ich erstmal die Aufnahmepause. Ja, ich weiß, schon wieder eine Aufnahmepause. Kurz vorm Ende, aber trotzdem. Ja, Expeditionsleiter. Na, wie geht die Erkundung voran? Legendäre Vogel-Pokémon. Lavados. Was sagst du da? Du hast das legendäre Pokémon Lavados gefangen? Super nice. Los, ich will deinen Bericht hören. Das soll das legendäre Pokémon Lavados sein, das Feuer manipulieren kann? Eine gewisse Ähnlichkeit ist definitiv vorhanden. Aber es fühlt sich überhaupt nicht heiß an. Auf mich wirkt es eher wie ein ungehobelter Raufbold. Wobei, wenn man die Augen zusammenkneift, wirkt es fast so, als würde es lichterloh brennen. Ja, damit kommt es nah genug an Lavados ran. Diese Expedition kannst du als Erfolg verbuchen. Gibt's sonst noch irgendwas? Sieht nicht so aus, als hättest du Neues zu berichten. Ah, das orangefarbene Pokémon, also. Das durch die Naturzone düst, ja? Laut den Leuten, die es zu Gesicht bekommen haben, soll es ja unfassbar schnell sein. Aber egal wie flink es auch sein mag, selbst ein legendäres Pokémon ist letztlich nur ein Pokémon. Irgendwann wird ihm daher sicher auch mal die Puste ausgehen. Du musst einfach nur den längeren Atem haben. Gibt's sonst noch irgendwelche Legenden, von denen du berichten willst? Aha, okay. Ja, dann haben wir uns damit schon mal, dann wissen wir damit schon mal Bescheid. Denn wissen wir damit ja schon mal Bescheid, dass wir... Warum war Muramura eigentlich vorhin vorne? Jetzt mal ernsthaft. Warum war Muramura vorne? Wir haben Kaldeo oder wie das heißt. Was ist jetzt eigentlich Kaldeo? Ich nenne es Kaldeo. Kaldeo, ja. Sagen doch. Ist ja auch egal. Karte. Ja, wo fangen wir denn in der Naturzone an? Eigentlich ganz am Anfang, ne? Weil das hier ist ja alles Naturzone. Ich würde ganz oben anfangen. Also wir fangen von hier an und rudern uns mal so ein bisschen vorwärts. Vielleicht schreit es da ja schon. Wenn wir es jetzt zufällig treffen, dann machen wir das natürlich auch noch. Also wir haben schon Schreien gehört. Und dann beim nächsten Mal durchwandern wir die Naturzone. Ich sag jetzt einfach nichts dazu, dass ich es da sehe, ne? Ach, leck mich.